Hallo, mein Name ist Silvia Seidel und ich möchte von der heutigen Personalratssitzung berichten. Ein Punkt war die Diskussion über den Kauf des IBM-Geländes in der Nähe von dem Karstadt-Bereich, den das Klinikum gerne als Lager benutzen möchte und von dort aus die ganzen Transporte zum Uniklinikum zu leiten. Die Beschäftigten haben es genauso wie der Personalrat letztendlich aus der Presse erfahren und der Personalrat fordert die Dienststelle auf, die Beschäftigten über konkrete Pläne zu informieren. Ein weiterer Punkt, der uns ein bisschen betroffen gemacht hat, war, dass ein Geflüchteter, der hier arbeitet, in der Probezeit, dem in der Probezeit seine Arbeit gekündigt wurde, weil der Aufenthaltsstatus nicht gesichert ist. Die Dienststelle hat bisher noch keine Möglichkeit gesehen, ihm weiterzuhelfen, aber wir hoffen, dass sich eine Lösung finden wird. Die DRK-Überleitung läuft weiter. Wir hatten als Personalrat heute die nächsten Neuanstellungen für das Universitätsklinikum auf der Sitzung. Und der letzte Punkt, über den ich gerne berichten möchte, ist, dass auch die deutschlandweite Aktion Tarifvertrag Entlastung, die Verdi ins Leben gerufen hat, auch das Universitätsklinikum Essen erreicht hat. Ihr habt es vielleicht schon aus der Presse gesehen und gehört. Letztendlich hat Verdi den Vorstand vom Universitätsklinikum Essen aufgefordert, sich an den Gesprächstisch zu begeben und Verhandlungen aufzunehmen, um für alle am Universitätsklinikum eine Entlastung zu erreichen. Das ist unser Anliegen. Wir sehen jeden Tag, wie sehr geschuftet wird und wir fordern Entlastung für alle Bereiche, nicht nur für die Pflege. Und Düsseldorf ist bereits im nächsten Aktionstag. Sie streiken heute und morgen. Und wir haben gesehen, der Vorstand hier am Uniklinikum setzt sich erstmal zu Verhandlungen an den Tisch. Anfang Dezember soll das erste Gespräch laufen. Wir hoffen sehr, dass es zur Entlastung für alle kommt. Schönen Tag.